Hallo und willkommen bei Muskelwetter. Ich habe heute Besuch hier bei mir in den vier Wänden. Sandra hat sich irgendwie schon verzogen, die hat sich nicht getraut, gegen den großen Mann hier sich durchzusetzen gegen den Platz. Herzlich willkommen, Marco. Hi, Kinders. Warum bist du hier? Was machen wir heute? Wir drehen heute im Idealfall die Werbetrommel. Für was denn? Für drei neue Whiskys. Die aber eine Besonderheit haben, aber was hältst du davon, wenn wir ganz tief und entspannt erstmal in die Whiskys reingehen und ich dir sage, dass ich dir als ersten Whisky mitgebracht habe, einen Glen Tochas, wie auch immer man den aussprechen möchte, mit schlappen 24 Jahren, Refill Oloroso Sherry Butt und immerhin noch 51,6 Volumenprozent. Und ich habe vorher, bevor wir das Video gestartet haben, hat Manuel gesagt, ja, Glen Tochas ist ganz nett, super, aber hat keine Schnitte, weil ich stehe auf Rauch und Rotwein und ist ganz klar, welcher Whisky heute Abend gewinnen wird. Und dann habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, am Arsch hängt der Hammer, du wirst sehen, das ist der beste Whisky des Abends. Ja, er hat gesagt, er gewinnt heute Abend. Ich bin sehr gespannt. Also klar, 24 Jahre und Sherry-Vollreifung klingen schon mal sehr, sehr gut, aber die anderen beiden sind halt voll mein Beuteschema. Das bin ich natürlich total gespannt. Was können wir denn noch zu dem Whisky sagen? Wir haben 24 Jahre, hast du schon gesagt, eine von 436 Flaschen. Mhm, ganz ordentlich. Mit 51,6%. Yes, well. Und eine hübsche Dame, die einen Schneemann umarmt. Mhm. Komisch, dass der nicht schmilzt, ne? Ja, hättest du jetzt noch so ein hellblaues Kleid, ne, hätte man auch noch allen Disney-Fans was verkaufen können. Dann hättest du aber auch die Haarfarbe ändern müssen. Ja, das ist richtig. Tja, warum sitzen wir hier heute Abend? Wir sitzen hier heute Abend, weil die meisten, die mich kennen, also es gibt bestimmt auch Leute, die deinen Kanal verfolgen, die mich nicht kennen. Und umgekehrt. Ich bin der Marco vom Brühler Whiskyhaus und ihr kennt mich eventuell unter anderem aufgrund des Themas A Dream of Scotland, was unsere persönliche, private Reihe ist. Und wir haben, ich muss gestehen, ich glaube, es ist jetzt das achte Jahr. Wir machen seit, ich sage einfach mal, es ist das siebte Jahr. Wir machen seit 7 Jahren einmal im Jahr eine besondere Aktion oder wenigstens eine besondere Aktion. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, schon 2 besondere Aktionen gemacht, aber es waren immer Aktionen für andere Leute und nicht für uns selber. Ich habe irgendwann gesagt, wenn es einem gut geht und Klopf auf Holz, ich glaube, es geht uns beiden gut. Können wir uns nicht beschweren. Ja, mir geht es auf jeden Fall gut. Bin ich immer noch der festen Überzeugung, den schönsten Job der Welt. Ja. Ich gehe morgens dahin, wo alle anderen spielen wollen. Und ich habe irgendwann gesagt, wenn die Welt zu einem gut ist, dann sollte man immer einen kleinen Teil von dem, was man an Guten bekommt, wiedergeben, weil wenn das jeder tun würde, wäre die Welt einfach besser als so, wie sie jetzt ist. Und wie ihr wisst, das machen wir sehr, sehr gerne. Ja, so sieht's aus. Und alles fing damit an, dass es eine Facebook-Seite whisky.de, also nach dem großen Versender gab, ich glaube damals fast 5000 Leute drin waren. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, die haben überhaupt keine Gruppenabfüllung. Wie ist denn das möglich? Jede Gruppe hat eine Gruppenabfüllung, aber die haben keine. Und dann bin ich an die Moderatoren rangetreten und habe gesagt, Kinders, ich glaube, ich bin euer Mann, wenn es um eine Gruppenabfüllung geht. Was ich ja schon spannend finde, dass das nicht der Shop, wo das krass, ne? Forum war, ja, selber gemacht hat. Wobei man sagen muss, Frau Lüning und Co., er war, glaube ich, Ehrenmitglied in dieser Gruppe, hat aber auch nie gepostet in der Gruppe. Also ich glaube, denen ist es ehrlicherweise am Popo vorbeigegangen. Und dann habe ich halt angeboten, ich könnte eine Gruppenabfüllung machen und habe dann auch das Feedback gekriegt, oh ja, geil, gerne. Und dann habe ich gesagt, okay, sich einfach ins gemachte Nest setzen und Kohle abgreifen, würden viele machen, ich wollte es anders machen. Und habe gesagt, okay, ich nehme das Fass sehr gerne mit, ich mache das gerne für euch, aber ich möchte, dass ein gewisser Teil von dem Fass einfach für einen guten Zweck gespendet wird. Und unsere damals erste Aktion ist gewesen für Sonderspaß e.V. Das ist in Brühl ein Verein, der von 7 Pädagogen und Sportmedizinern gegründet worden ist, die mit spastisch behinderten Menschen Bewegungstherapie machen, hauptsächlich Reittherapie und solche Sachen. Mhm.
Und so halt einfach durch die Bewegung auf dem Pferd sich die Spastiken lösen. Und die waren damals die ersten, die wir unterstützt haben. Und so ist dann von Jahr zu Jahr immer was dazugekommen. Wir haben in der Dürener Kinderklinik ein Spielzimmer eingerichtet. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder das Kinderhospiz im Allgäu St. Nikolaus unterstützt. Und auch dieses Jahr war für mich oder für uns privat, für die Firma klar, wir wollen natürlich auch dieses Jahr wieder was Gutes tun. Und letztes Jahr war es schon so, ich muss dazu sagen, die Whisky.de-Gruppe ist vor ein paar Jahren dann eingestampft worden, als Facebook mal so Tabula Rasa gemacht hat und alle möglichen Whisky-Gruppen gelöscht hat. Und daraus ist eine neue Whisky-Gruppe entstanden und mit der, das will ich gar nicht böse, also meine ich gar nicht böse, aber mit der bin ich gar nicht mehr warm geworden. Also da habe ich nicht mehr groß drin gepostet, habe mich in der nicht mehr Jetzt müssen bewegt. wir einen Schritt zurückgehen. Ja. Bekannt sind deine Charity-Aktionen durch einen bestimmten Namen. Ja, der Name ist Komlan. Komlan kärlich so viel wie die Gruppe. Der kommt Und aus dieser der ursprünglichen kommt, genau, Gruppe. der kommt aus dieser ursprünglichen Gruppe. Und irgendwie fand ich es, ich weiß nicht, es hat sich für mich nicht mehr richtig angefühlt, das Thema Komlan weiterzuführen, obwohl ich mich in der Gruppe nicht mehr engagiere. Und dann habe ich dieses In der Jahr, Nachfolgergruppe. genau, dann habe ich Okay. dieses Jahr die Moderatorin in der Gruppe angeschrieben, habe geschrieben, hier Leute, ich werde wieder eine Charity-Aktion machen, aber ich möchte sie eigentlich nicht mehr Komlan nennen. Weil Komlan irgendwie, das passt nicht mehr. Und dann habe ich hin und her überlegt, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, okay, wir werden dieses Jahr wieder 3 Flaschen von Heiligabend auf den ersten Feiertag irgendwann in der Nacht online stellen. Und dabei ist mir halt auch ganz wichtig, irgendwann in der Nacht, ich will, dass ihr Weihnachten feiert. Ich will, dass ihr mit euren Lieben, mit euren Kindern, mit euren Enkeln, mit was auch immer, dass ihr einfach ein schönes Weihnachtsfest genießt. Und wenn ihr dann glücklich, selig und zufrieden ins Bettchen geht und einschlaft, dann macht der Marco Weihnachtswichtel vielleicht, keine Ahnung, nachts um 1 oder nachts um 3:30 stellt er die Pullen online und wenn er am nächsten Weihnachtstag aufsteht, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, in den Shop reingucken oder wenn ihr Nachtschicht habt, weil er einfach zu den Armen gehört, die arbeiten müssen in der Zeit, ja klar, dann könnt ihr den Shop beobachten, aber oberste Priorität ist, feiert Weihnachten, genießt das Fest mit euren Lieben und gönnt euch was. Und bei Komlan ist es damals so gewesen, dass ich die Flaschen so kalkuliert habe, dass unsere Unkosten gedeckt waren, also sprich die Arbeitszeit meiner Mitarbeiter rausgerechnet war, im Idealfall der Versand mit rausgerechnet war und wir ansonsten nichts an den Flaschen verdient haben und wir einen Betrag X noch oben drauf gelegt haben und das war bei den letzten Malen immer pro Flasche 1 Zehner und pro Sample 2 Euro und wir haben gesagt, wir werden das mit diesen Flaschen genauso machen. Das heißt, jede Flasche, die bei uns im Shop gekauft wird, der geht vom Flaschenpreis 1 Zehner und vom Samplefläschchen 2 Euro an den guten Zweck. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo du und noch 2 andere Schausteller ins Spiel kommen. Mach du mal, ich genieße gerade diesen tollen Whisky. Ich habe voller Bewunderung, Begeisterung und Neid zugleich gesehen, was ihr in eurem Charity-Event in diesem Jahr auf die Beine gestellt das, habt das war. und was ihr für eine unfassbare Summe zusammengekriegt habt. Und da habe ich gedacht, diese Schweine, ja, da spielen die ein bisschen hinter Kamera, saufen sich die Hucke voll und erzielen so ein unfassbares Ergebnis. Willst du es nochmal sagen? Ich habe das offizielle Ergebnis immer noch nicht, leider, weil bei der Buchhaltung bei Kinderherzen ein bisschen der Wurm drin steckt. Aber wenn ich richtig gerechnet habe, ist abzüglich der Gebühren, das muss noch runtergerechnet werden, kommen wir bei irgendwo zwischen 16.000 und 17.000 Euro raus. Hammer, oder? 16.000 bis 17.000 Euro Wo für. aber ganz, ganz viele Spenden für Versteigerungen bei waren, wo ein ganz tolles Tasting von Marco bei ist. Also ein Mega-Event. Und das wird es auf jeden Fall nächstes Jahr wiedergeben. Und ich werde frühzeitig ein Datum posten. Da bin ich Ja. gerade in Abstimmung und es wird auf jeden Fall nächstes Jahr im Herbst wieder was geben. Und ja, das habe ich mir wirklich mit Erstaunen und zugleich mit Alter, das ist ja unfassbar, angeguckt und habe gedacht, wenn ich das dieses Jahr mache, dann muss ich das eigentlich hinkriegen, dass mich die Jungs und Mädels unterstützen und dass die sagen, ja, wir machen bei deiner Charity-Aktion auch mit. Und so sitzen wir heute hier und nehmen das Video auf, um es bei euch in der Community zu streuen. Zum einen, weil wir eure Kohle wollen. Ne? Wir wollen nämlich. Wir werden neben den Flaschen werden wir noch einen Spendenpool aufmachen, wo jeder Cent, der in diesen Pool reingeht, zusätzlich für den guten Zweck ist.
Und ich glaube, wenn wir euch nachher verraten, was wir für die Flaschen aufrufen und ihr dann bitte im Hinterkopf habt, dass, wie gesagt, von jeder Pulle noch ein Zehner und von jedem Sample 2 € weggehen, dass es sehr fair bepreiste Flaschen sind. Und ich habe für mich mir vorgenommen, für jeden, was mache ich denn jetzt? Das ist eine spontane Geschichte. Für jeden 500er-Schritt, der in den Spendenpool reinkommt, verlose ich unter allen, die in diesen Spendenpool reinkommen, 30 Tickets für ein Moment, Moment, Charity. Moment. Für jeden verlost du 30 Tickets. Nein, also es wird drei, Entschuldigung, es wird maximal 30 Leute geben, ja, weil dann ist die Bude voll. 30 Leute werden 15.000 € Spendenpool, das wird nicht passieren. Wie machen wir das denn? Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Okay, wir machen das anders. Wir trinken jetzt erstmal, sonst kommen wir nämlich gar nicht durch. Wir Wir machen trinken das. den ersten und der Marco sortiert noch mal seine Ich Gedanken. habe schon sortiert. Wir machen das einfach anders. Jeder, der in diesen Spendenpool einzahlt, egal ob ein Cent, ein Euro, 5 Euro, 100 Euro, kommt in die Verlosung. Und ich ziehe 30 Teilnehmer und diese 30 Teilnehmer gewinnen mit mir. Mit uns? Ich bin dabei. Mit uns ein Online-Tasting. Ich stelle die Pullen. Wir machen einen lustigen Abend. Wir schicken euch die Samples zu und wir machen lustige Gaudi da draus. Klingt gut. Ja? Sehr geil. Spontan und gut geklappt. Du wirst von mir nicht viel hören. Jeder, der spendet, wenn er doppelt spendet, also ich sag mal, jemand kauft zwei Flaschen, hat er dann zweimal die Chance? Oder ist ein Name zählt Nee, pass einmal? auf. Dann müssen wir es nochmal erklären. Jeder, der eine Pulle kauft, gibt automatisch, also dafür gebe ich automatisch von mir, von meinem Konto, einen Zehner oder für Sampleflächen einen Zweier. Und wer darüber hinaus zusätzlich in unseren Okay. Spendenpool nachher Geld reingibt, der hat die Möglichkeit, Also nur die in unser, zusätzlichen Spenden kommen in genau, den Lostopf. in unser Tasting reinzukommen. Dankeschön. So, jetzt probieren wir den mal. Und weil wir müssen ja irgendwie, wir müssen ja animieren, dass ihr, ne, euer hart verdientes Geld in unser Pott reintut. Und darüber hinaus, und das finde ich auch nur fair, ich habe, wie gesagt, die letzten Jahre immer das Kinderhospiz im Allgäu St. Nikolaus unterstützt und ich weiß, was es dir, und ich nehme diese Wortwahl jetzt ganz bewusst, für eine Herzensangelegenheit ist, dein Spendenthema immer ganz weit vorne anzuheften und zu sagen, hier Leute, wir haben uns überlegt, und das verraten wir jetzt einfach schon mal, die Kandidaten Nummer 3 und Nummer 4 in unserem Quartett Ihr könnt es sind, euch wahrscheinlich denken, ne? ne, sind Holly und Sascha. Friendly Mr. Z. Und ich habe gesagt, alles das, was bei der Aktion rauskommt, wird geviertelt und jeder darf einen Spendenzweck, also von uns Vieren darf einen Spendenzweck nennen und ein Viertel des insgesamt zusammengekommenen geht dann entsprechend für dich an Kinderherzen, bei mir ins Allgäu. Und was Sascha und Holly sich haben einfallen lassen, das erfahrt ihr eventuell, wenn ihr denn Genau, am. jetzt müssen wir dazu sagen, eigentlich wollten wir zusammen ein Video machen, Ja. alle vier zusammen. Das war allerdings jetzt so kurzfristig und spontan, dass wir es leider nicht mehr geschafft haben, unsere Termine zusammenzukriegen. Und Sascha und Holly haben sich tatsächlich bereit erklärt, dem Marco den Heiligabend zu versauen und werden am Heiligabend Wir zu dir in den werden, Laden genau. kommen und da nochmal was drehen. Da bin ich leider raus. Ich habe Familie mit Kindern zu Hause. Meine Frau hätte mich geköpft und der Marco hat es wie vorhin schon gesagt, feiert Weihnachten. Deswegen bin ich Heiligabend raus. Deswegen hat der Marco sich heute Abend noch zu mir begeben in meine heiligen vier Wände und wir machen mehrere Videos. So erreicht hoffentlich auch mehr Leute bei euch. Ja, das war Und der Gedanke. Und vielleicht, um da was zu sagen, also ich glaube, wir werden, ich bin mir relativ sicher, dass wir, dass die Flaschen so interessant sind, dass der Großteil der Flaschen sich verkaufen wird. Und sollten sich wirklich alle Flaschen und alle Samples an dem Abend verkaufen, dann sind wir nur durch den Verkauf der Flaschen schon bei knapp 14.500 €, die in den Spendenpott reingehen. Also ich habe so still und leise die Hoffnung, dass wir es mit eurer Hilfe und dem Spendenpool schaffen, dass wir am Ende des Tages an jeden der vier Zwecke wenigstens 5.000 € weiterreichen können. Und ich glaube, dass das dann ein sehr geiler merkt Jahresabschluss da ist. was, der wollte mich unbedingt übertrumpfen, ne? Ja, klar. Man muss dazu sagen, ich habe nur 8 eigene Whiskys rausgebracht, ne? Ja, ich auch. In 3 Monaten. Nein, 8 Flaschen. Ach so, ach, Flaschen. Entschuldigung. Aber der ist schon mal sehr, sehr lecker.
Ich halte mich erstmal zurück. Ich bestätige oder verneine. Und ja, schmeckt wie Whisky. Ach. Hast du schon probiert? Ja, ich habe schon probiert. Arschloch. Entschuldigung. Ich musste irgendwie die Zeit überbrücken. Du bist ja gar nicht mehr rausgekommen aus dem Reden. Ja, zum Wohl. Auf dich. Also, die Nase war schon der Wahnsinn. Da hat man so richtig schön dunkle Früchte, Trockenobst, ein bisschen was Nussiges. Ich habe eine richtig schöne Pflaume, ein bisschen Leder, aber schon so ein bisschen benutztes Leder. Mhm. Also so ein bisschen dreckig ist er. Ich finde vor allen Dingen, die meisten werden ja wissen, dass wir durchaus sehr aufgeladene Fässer mitunter am Start haben. Und ich finde, das ist das absolute Gegenteil. Refill Sherry Butt, ich finde, dass der Sherry dezent hier ist. Ich finde, dass es eher ein nussiger, ledriger, trockener Sherry ist. Wir haben leichte Bitterstoffe dabei und ich bin auch persönlich der Meinung, dass so ein ganz winziger, dezenter Hauch von Schwefelnote da ist. Aber er ist... Echt? Ja. Ich Schwefeltrüffelschweinchen habe das tatsächlich... Aber halt in keinster Weise derb, böse oder gleich faule Eier oder so, sondern halt wirklich in dieses also ledrige... Ganz, ja, in dieses ledrige, da bin ich bei. Oder halt so ein bisschen... Und dieses Omas Pflaumenkuchen. Mir macht an dem Whisky aber ehrlicherweise... Also die Nase macht mir Freude, aber der Gaumen macht mir Spaß. Ich bin ja eher der nasale Typ. Mhm. Ich rieche viel lieber an einem Whisky, als ihn zu trinken. Mhm. Ich könnte stundenlang an einem Whisky riechen und trinken ist so... Das gehört halt dazu. Ich finde, dass der eine unglaublich angenehme Kombination aus diesem wachsigen Oldschool-Charakter hat und einer noch durchaus kräftigen, aufgeladenen Wumsigkeit. Ja, der hat Kraft und Oldschool zugleich. Und ich sollte auch nichts sagen, Entschuldigung. Will dich jetzt gar nicht unterbrechen, aber hast du ja schon selber gemacht. Nee, also der hat richtig schön Volumen. Er hat, man könnte kurz meinen, das ist der Alkohol, der da schiebt, aber ist es gar nicht. Die Würzigkeit vom Fass. Genau, der hat richtig Würze bekommen. Er hat so einen ganz leichten, bunten Pfeffer mit dabei und ansonsten eine richtig schöne Holzwürze in Kombination mit eben diesem aufgeladenen Sherry, der aber nicht überbügelt. Also der ist... Genau, der passt dazu. Der Whisky bleibt Whisky und der Sherry ummantelt das Ganze. Ja. Ja, in einer schönen, ledrigen, leicht schmutzigen Art und Weise. Das wissen wir alle. Whisky ist inzwischen richtig teuer geworden. 24 Jahre Vollreifung. Sag mal an, was das kostet. Er wird liegen bei 169 Euro. Von, wie gesagt, 10 Euro. Genau, inklusive Spendenanteil. Also dafür kann man das guten Gewissens tun. Sehr lecker. Du hast ja noch kein leeres Glas, ne? Aber wenn du jetzt mal in dem leeren Glas riechst, finde ich, kommt auch ein bisschen Liebstöcke. Ja. Wenn man das neben den Pizzafingern noch riechen kann. Oh, Salami. Ja, Whisky Nummer 1 haben wir doch ganz gut dahin gefuttert, gekriegt, getrunken. Jetzt hoffe ich ja nicht, dass das der Sieger des Abends war, wie du ihn angekündigt hast, weil dann hätten wir keine Steigung mehr darin. Ja. Ich weiß sowieso, dass er jetzt verliert, aber das liegt ja an deiner persönlichen Vorliebe. Beim zweiten muss ich erstmal hervorheben, was für eine Farbe der hat. Der ist komplett roséfarben. Riech mal an 2. An der 2, an dem Okto. Und jetzt riechst du an der 3. Will ich gar nicht. Hui. Weißt du jetzt, warum den Okto an 2? Ja. Tja, in den letzten Wochen habe ich x-fach gehört, wird es denn einen Bad Center geben? Und ja, es gibt ihn, aber nicht so, wie ihr ihn euch vorgestellt habt. Weil
Eigentlich haben ja alle gedacht, der Bad Center kommt als als Abfüllung der Brennerei Buchledy. Das könnte auch ein Bad Center Das sein, könnte ne? auch ein Bad Center sein, ne? Also wir haben jetzt zumindest mal einen weihnachtlich anmutenden Zombie-Gitarrenspieler. Und Zombie. ja. Also, mega Etikett. Ich glaube, ich blende das auch mal ein. Ich versuche es zumindest irgendwie zwischen uns schlanken Menschen noch ein Etikett einzublenden. Das ist nämlich jetzt auch der Grund, warum seine Frau nicht mehr mit dabei ist. Sie hat einfach nie an den Tisch gepasst. Ach, was soll ich euch sagen? Ein Traum. Also, ich brauche nichts anderes mehr. Bei uns im Rheinland sagt man dazu Wuchtbrumme. Zu mir oder zu dem Whisky? Zu beiden. Boah, der hat so richtig schön beerige Früchte, so Waldbeerenmix, die gerade von der Oma auf dem Holzofen zur Marmelade verarbeitet werden. So ein ganz unterschwelliger, leichter Rauch. Für ein Octomore komplett wenig Rauch. Ganz unterschwellig. Und Wobei ich finde, wenn dazu. du reinpustest, kommt der Rauch ganz ordentlich geschoben. Ja, ich hatte gerade schon den Vergleich zu dem, Okay. was danach kommt. Ist das Okay. echt? Also ich finde, dass man die Weinnote doch stark in der Nase hat. Oh ja. Und deshalb wäre das für mich eher, für mich geht es nicht so sehr in diese Brombeermarmelade, die die Oma gerade am Feuerchen zubereitet. Für mich geht es mehr in Richtung einer Bärenbowle. Ja, die habe ich so selten Ne? rauchig. Wir haben hier übrigens einen Octomore, hatten wir gerade schon, mit einem Bordeaux Red Wine Cask Finish. Weiß leider, also ganz häufig ist ja so gewesen, dass man sogar wusste, welches Chateau. Wir wissen es leider nicht. Wir wissen nur, es ist Bordeaux Red Wine gewesen. Schlappe 12 Jahre. Ich wollte gerade sagen, die eigentlich ganz spannende Info ist 12 Jahre. Also ich weiß nicht, habe ich schon mal einen älteren Octomore getrunken? Ich glaube nicht. Selbst von der Destille, der letzte war 10. 386 Flaschen, abgefüllt mit 54,8%. Natural, Einer schicken Gitarre. Cask Strength, Ja, das ohne sind, naja, Zuckercouleur, ohne bla so, bla bla, so das. die ganzen Standards. Und wer glaubte, dass der Glentauchers preislich schon in einer Liga unterwegs ist, die nichts mehr für jeden Geldbeutel ist, und ja, das ist natürlich auch so. Der Octomore liegt noch einen ordentlichen Ticken drüber. Wir sind bei 229 Euro. Und ich bin der festen Überzeugung, das ist unfassbar viel Geld, Aber jetzt mal Butter bei den Fische. aber es ist extrem fair. Jetzt mal Butter bei den Fair. Fische. Der Octomore ist damit nur knapp teurer als der letzte Standard von denen, Der 5 Jahre alt ist. der 5 Jahre alt ist. Und er ist günstiger als der letzte Octomore. Stimmt. Und das trotz Inflation. Stimmt. So viel zu einem fairen Preis. Hast du gerade den Preis schon genannt? 229 Euro. 229 Euro. Für 12 Jahre Octomore mit Rotwein. Ich höre gerade meine Frau oben fluchen, dass sie nicht mehr vor die Kamera gekommen ist. Im Geschmack ist dann doch ordentlich Rauch da. Da Da ist ist. ordentlich Zunder. Da ist, da merkt man auch, dass es ein Octomore ist. Also der hat nochmal so einen ganz eigenen, intensiven, teerigen Geschmack, hätte ich jetzt bald gesagt. Wahnsinn. Und er macht den Mund so breit. Er ist richtig intensiv da. Gefühlt feuert er jetzt nach. Jetzt kommt langsam erst bei mir am Gaumen die Wärme an. Aber den hast du auch morgen noch im Mund, ne? Also. Und für alle die sich jetzt fragen, verfluchte Hacke, wie komme ich an die Pulle? Ja, die wird es im Onlineshop geben. Guckt mal die Farbe. Und für alle die fragen, wie war das nochmal? Wie kann ich was Gutes tun? Ich werde euch auf die Homepage ein Foto zum Thema Spendenaktion machen und
werde da einen Link hinterlegen zu einem Moneypool. Wie wir das genau machen, wissen wir tatsächlich noch nicht. Aber Leute, wir haben heute Dienstag, den 20. Genau, alle Zeit es der sind Welt. Doch nur noch 4 Tage. Also wir kriegen das noch hin, weil ich möchte gerne einen Moneypool haben, von dem aus wir auf alle 4 guten Zwecke verteilen können und nicht irgendwie eins geht jetzt an den einen guten Zweck und dann rufst du da an und sagst so, liebe Leute, April, April, ihr überweist aber jetzt mal bitte den Betrag dahin und den Betrag dahin. Yep. Wir werden irgendeinen Weg finden. Wenn wir gar keinen Weg finden, dann ich habe ein Charity-Konto, dann werden wir Folgendes machen, dann bekommt ihr Zugriff, du, Sascha und Olli, und dann könnt ihr mit aufs Konto gucken als quasi Verwaltungsratsvorsitzende. Und dann geben wir die Kontonummer an und dann könnt ihr auf die Kontonummer spenden und dann verteilen wir von dem Konto aus. Ich denke, es sollte auch in der heutigen Zeit kein Problem sein, wenn es eben nicht über einen PayPal-Pool funktioniert, weil PayPal kann eben nur einen guten Zweck bedienen, sondern Online-Banking hat inzwischen eigentlich auch so gut wie jeder. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Und fairerweise muss man sagen, also ich bei dem Moneypool würde ich sowieso über meinen Schatten springen. Alle, die meine Historie kennen, wissen ja, ich liebe die Firma PayPal heiß und fettig. Aber für selbstgemachte Fehler sollte man die anderen nicht bluten lassen. Lass ihn stehen, genieße ihn nachher. Das Problem ist, wenn ich den stehen lasse, kommt nachher irgendwann meine Frau runtergeschlichen und dann kriege ich gar nichts mehr. Erzähl mal was zu deinem Spendenzweck. Mein Spendenzweck ist tatsächlich wieder Kinderherzen. Wie soll es anders sein? Ich glaube, jeder auf meinem Kanal kennt die Story inzwischen, dass meine Mutter inzwischen vor über 6 Jahren bei einer Herztransplantation gestorben ist und dadurch ich mit dem Thema Herzkrankheiten natürlich sehr, sehr verbunden bin und dadurch, dass ich auch selber inzwischen Papa bin, du durftest heute zumindest eine meiner Töchter kennenlernen. Zuckersüß. Und vor allen Dingen, zu wem ist sie gegangen? Ja, ja. Und bei wem hat sie geschrien, als er sie erschreckt hat? Abum! Ja. Deswegen bin ich natürlich auch sehr an dem Wohl von Kindern interessiert und deswegen werde ich wieder für Kinderherzen sammeln, weil Kinderherzen einfach eine super gute Organisation ist, die gerade ein bisschen unter Personalmangel leiden und unsere Ansprechpartnerin ist leider von Bord gegangen, deswegen hat es jetzt alles ein bisschen länger gedauert. Nichtsdestotrotz ist es eine super gute Organisation, die viel, viel Gutes in Deutschland und in der Welt tun und mein Anteil wird dahin gehen. Zeig mir mal, wer momentan nicht unter Personalmangel leidet. Ja. So, Bad Center. Ich finde schwer, klebrig und süß zugleich, oder? Ja, das ist so. Das klebt ja wirklich noch zwischen den Zähnen. Mhm. Ne? Das ist so ein Blondenzieher. Bad Center 3, Isle of House Coast. Stand bei beiden, bei den Vorgängern Bad Center auch drauf? Bei einem von denen hatte ich Bad Center draufgeschrieben. Ich habe auch tatsächlich bei den alten Labels nochmal nachgeguckt, weil ich vergesse das ehrlicherweise. Ne? Ich komme langsam in ein Alter, wo ein Teil dessen, was ich vergessen habe, ich mir einfach weggesoffen habe und der andere Teil ist einfach von alleine gegangen. So, wir haben einen 14 Jahre alten South Islay Whisky mit einer Zigarre mit dem netten Schriftzug 1816 drauf, für alle, die das nicht gefunden haben bis jetzt. Hochbekannte Zigarrenmarke. Ja, First Fill Cream Sherry Butt. Cream Sherry. Cream Sherry ist eine Definition für, ich hätte fast gesagt, sherryige Punsche. Die klassische Cream Sherry Variante ist 80% Oloroso und 20% PX. Aber Cream Sherry muss nicht immer diese Kombination sein. Also es gibt auch andere Varianten. Das sagst du mir jetzt, nachdem du mich letztens bei einem Tasting versucht hast, so ins Messer laufen zu lassen und ich trotzdem wusste. Also Oloroso und PX. 80-20 hast du gesagt, ja. In der Regel. Ja. Wir haben hier 53,7% und 543 Flaschen, damit auch jeder von euch eine Chance hat, was Gutes zu tun und sich dabei auch noch zu freuen. So, und wisst ihr, was jetzt das Hauptproblem des Abends ist? Ich habe den noch gar nicht probiert, aber das Hauptproblem des Abends an Heiligabend wird sein, wie erkläre ich meinen Liebsten zu Hause, dass ich 3 Flaschen Whisky kaufen muss? Das ist nicht mein Problem. Frag lieber mal, wie ich meiner Frau erkläre,
Wir haben die Schwiegereltern und die Eltern da. Und wenn die dann irgendwann langsam Richtung Heimat abgetanzt sind und so der inoffizielle Heiligabendteil stattfinden kann, und ich kann euch sagen, Whiskyhändler sind gefühlt die letzten 2 Monate vor Heiligabend nicht zu Hause. Rambazamba oder so ähnlich. Wahrscheinlich werden wir so müde und kaputt sein, dass wir Richtung Bett dahin siechen. Und ich mir dann den Wecker stellen muss, um die Dinger online zu stellen. Weil man könnte das natürlich auch im Online-Shop alles über einen Timer laufen Ich wollte gerade lassen. sagen, warum machst du es Aber ich nicht über vertraue der einen Timer? Scheiße nicht. Wieso? Wäre doch auch lustig. Du machst es über einen Timer und wenn ihr nicht Und dann funktioniert klappt's nicht. hat, Ja, dann machst du super. es einfach morgens so Ja, April. Ich genau. habe gesagt, ihr sollt Und dann Weihnachtsfeiern. hat's nicht geklappt und dann läuft unser Postfach über von den Leuten, die nachts die ganze Zeit Ding gemacht haben und beschweren sich, dass sie aufgeblieben sind und es hat nicht geklappt. Dann hast du den ganzen Januar Zeit, wenn du noch den Stress aus Dezember gewohnt bist, die E-Mails zu beantworten. Jetzt klingt der schon wie Bad Center, hab das gehört, oder? Zum Wohl. Cheerio. So, was Kennst guckt ihr euch du für Videos an? Da, wo die Männer schmatzen. die erste Old Lady? Nein. Die kiffende Omi? Nein. Für mich ist es, also wir hatten ja gerade erst Old Lady 2, ne? The Old Lady of Islay. Steht noch unten, muss noch verkostet werden. Und dieser Whisky hier sollte eigentlich Old Lady 3 werden. Und er stand aber nun mal schon da. Und Old Lady 3 hat ein Label, was einfach nicht weihnachtlich war. Und ich habe es auch nicht weihnachtlich gepimpt gekriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, manchmal muss man einfach auch der Jahreszeit entsprechend reagieren. Und so habe ich ein Bad Center Moment, rausgemacht. habe ich jetzt falsch gezählt? Es kam vor kurzem die Old Lady 2. Es kam vor kurzem die Old Lady 2. Das heißt, du hast gerade gespoilert, es gibt bald eine Old Lady 3. Nein, ich habe gesagt, dass ich das Fass für die Old Lady 3 für den Bad Center geopfert Aber dass die Etiketten für die Bad Lady 3 schon fertig sind und es Ja. demnächst eine Bad Nein, Lady, das habe ich nicht gesagt. Ich habe eine nur gesagt, dass ich das Old Lady Etikett dafür 3. schon habe. Man muss hier mal aufpassen. Ihr habt gehört, es kommt eine Old Lady. Aber das hat noch Zeit. Ja, genug Zeit, dass ihr vorher erstmal das Geld hier ausgeben könnt und bis dahin. Amen. Ja, leider machen die Eiler-Preise auch vom Männlich halt. Also ich finde, den Octomore, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist, da sind wir richtig gut aus dem Hufen gekommen. 14 Jahre Lagavulin ist dann leider schon deutlich teurer. Liegen wir jetzt mittlerweile bei 118,90 €. Vielleicht macht es es euch ein klein bisschen positiver, dass wie gesagt der Zehner für einen guten Zweck mit drin ist. Aber ja, wenn die Preise sich so weiterentwickeln, also ich habe gerade wieder neue Preise für Kaltila-Fässer bekommen und musst deinen Kiefer nehmen und musst ihn langsam wieder hochnageln, weil die Preise so unfassbar abgehen. Ich weiß wirklich nicht, wo die Reise in den nächsten Jahren noch hingehen soll. Hat einen Vorteil, wenn man kein Kaulila mag. Ja, das Problem ist halt da, also im Grunde genommen, der extreme Preisanzug des New Makes auf Eiler hat stattgefunden, als die neue Eilerbrennerei dazu gekommen ist. Die sind hingegangen und haben so abartig hohe Preise fürs Fass New Make genommen und die Sachen sind gekauft worden. Ja, und was machen natürlich dann die Brennereien, die links drumrum sitzen, ne? Gucken sich das kurz an und sagen, naja, wenn die das können, dann können wir das schon lange. Jetzt hoffen wir einfach, dass der Marco noch genug Stock hat, dass wir noch die nächsten Jahre davon profitieren können, bevor das alles zu uns rüberschwappt. Ich glaube, ihr müsst euch erstmal nicht allzu viel Sorgen machen. Nichtsdestotrotz haben wir drei Whiskys, die alle im dreistelligen Bereich sind. Das ist dann gerade für eine Zeit, nachdem man Weihnachtsgeschenke gekauft hat, natürlich eine Stange Geld. Das Das wissen wir stimmt, natürlich ja. auch. Aber statistisch kriegen ganz viele Leute Geld geschenkt. Ist das nicht toll? Da wisst ihr direkt, wo ihr es lassen könnt. Aber das wollte ich damit gar nicht sagen, sondern ihr habt natürlich hier wirklich preisintensive Sachen, gar keine Frage. Es ist auch ein Luxusgut. Aber ihr tut damit auch was Gutes. Es sind vier coole Aktionen, die damit gesponsert werden. Das Kinderhospiz, St. Nikolaus, Kinderherzen. Ich bin sicher, die Holly macht was für ihr ja, Tierheim oder Tierauffangstation. Irgendwie sowas ist das, glaube ich, bei der Holly. Und beim Sascha bin ich sehr gespannt, was er sich da ausgesucht hat. Da bin ich sehr neugierig. Ich weiß Also es wenn noch es die nicht. Sascha Foundation ist, werde ich Einspruch erheben. Ja, ich glaube, der Sascha wird da auch schon was Cooles rausfinden. So, Hand aufs Herz, ich hatte keine Chance, ne? Der Octomore ist bei dir weit vorne, ne? Ja. Ist okay.
Der gewinnt das um Längen. Aber ich muss fairerweise sagen, ob ich jetzt den Glentauchers oder den Lagavulin, Entschuldigung, den South Islay Whisky nehmen würde, das ist tagesformabhängig. Ja, tut sich schwer. Nee, tut er nicht. Er ist tagesformabhängig. Also auf den muss man Bock haben. Der ist schon so richtig. Na klar, der ist super süß. Genau. Ja. Und der ist halt trotzdem brachial. Mhm. Und der hier ist halt so genau das Gegenteil. Ne? Also ja, der ist finnegran, der ist oldschool, der ist. Und also hier hast du deine Süße, hier hast du deine Kraft. Da hast du alles, was du sofort haben möchtest. Du trinkst den und hast sofort alles im Gesicht kleben. Eigentlich kannst du sagen, der ist zumit beschäftigt. Also eigentlich kann man sagen, das ist die alte Garde der Whisky-Trinker. Oldschool-Whisky, nicht zu Fass aufgeladen, ein gewisses Alter. Das ist die Nerdflasche. Und eigentlich symbolisiert das am ehesten das, was viele der neuen Whisky-Liebhaber mögen. Ja. Aufgeladen, intensiv, kraftvoll. Und so, glaube ich, haben wir ein ziemlich geiles Trio uns rausgesucht. Wir sind voller Hoffnung, dass ihr uns unterstützt, dass ihr Gas gebt, dass wir am Ende der Aktion sagen können, ich habe mit Hilfe der YouTuber, die YouTuber sowas von weggeputzt. Und im Gegenzug könnt ihr euch 1000%ig sicher sein, wenn eure Aktion im nächsten Jahr wieder ansteht, dann werde ich wieder ganz viele Klimmzüge machen, um auch das zu unterstützen. So, damit der hier jetzt nicht komplett untergeht, ne? Das ist ein Komplexitätsmonster. Yes. Also die beiden sind cool und die sind sofort da. Der hier ist komplex. Der braucht Zeit. Der braucht Zeit und mit dem kann man sich halt wunderschön befassen. Ja. Und also für alle, die ein Whisky nehmen, um auf Schatzsuche zu gehen, die sind, glaube ich, bei dem richtig. Und ehrlicherweise, lass mich mal springen, Zeit, die wir nicht haben. Wir haben 11:56, Dienstagabend. Ja. Ich weiß, dass du noch einen Wichtelzettel schreiben musst und einen Klopapierturm bauen sollst. Wie auch immer du das nachher der Community verkaufen möchtest. Und ich weiß, wenn ich gleich nach Hause fahre und realistisch um die Uhrzeit sollte es nicht mehr so schlimm sein. Ich denke mal, ich bin in einer Dreiviertelstunde zu Hause. Dann warten noch ein paar E-Mails auf mich und dann schlüpfe ich irgendwann dann auch unten aus Bett. Also von daher war ein langer Tag für uns beide. Wir hoffen, ihr seid uns gnädig. Und ich bin gespannt, was Sascha und Holly am Heiligabend mit mir noch veranstalten werden. Und ja, ich glaube, auch wenn du garantiert noch andere Dinge im Petto hast in den nächsten Tagen, ich glaube, wir können schon mal frohe Weihnachten wünschen, oder? Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dank. Ich mir auch. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich bei der Aktion dabei sein darf. Da mache ich natürlich sehr, sehr gerne mit und auch bei allen zukünftigen Aktionen bin ich sehr gerne dabei. Wenn ihr möchtet, dass der Marco auch mal öfter hier zu Besuch kommt, dann müsst ihr natürlich auch alle das Video liken und kommentieren, weil dann schauen wir, dass wir den Marco auch mal öfter davor ziehen. Und dann hoffe ich, dass ihr am Heiligabend alle bei Sascha und Holly einschaltet und euch den Marco dann nochmal anguckt, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt Heiligabend. Und wenn ihr abends der Frau oder dem Mann entfliehen müsst aus dem Bett und vor dem Rechner kommt, dann gebt noch ein bisschen Geld aus und wenn die drei Flaschen nicht genug waren, dann noch spenden, spenden, spenden. Wir werden nochmal kräftig die Werbetrommel rühren in Insta, Facebook, WhatsApp. Wir haben total vergessen, da sind wir uns noch nicht so ganz einig, wie wir es machen werden. Aber es kann sein, dass wir auch noch eine Versteigerung hinterher schießen. Weil ich habe noch eine ganze Menge Pullen bei mir rumstehen, die für einen guten Zweck sind. Vielleicht machen wir das auch noch. Aber ich gucke mir so ein bisschen an, wie der Spendenpool läuft. Wenn der Spendenpool so gut läuft, dass wir unser Ziel der 20.000 knacken, dann gebe ich euch die Flaschen alle für eure Aktion nächstes Jahr. Also, das habt ihr gehört, ne? Nächstes Jahr wollen wir natürlich unseren Topf nochmal hochschrauben. Damit wir das schaffen und möglichst viele Flaschen von Marco kriegen, müsst ihr jetzt schon viel spenden. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Nicht, dass hinterher Speicher vom Handy leer ist. Das wäre jetzt der Super-GAU, wenn wir das halbe Video nochmal drehen müssen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und schöne Feiertage, guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns. Schöne Feiertage, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao.